Judith, hallo. Moin. Wir sind hier heute auf der ABF und möchten euch die Firma Tournee vorstellen. Aus Slowenien. Mit ihrem Kastenwagenmodell Black Edition. In Skandinavien ist die Firma schon sehr bekannt und etabliert. Hier ist sie heute zum ersten Mal auf einer deutschen Messe. Den Wagen schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Hier ein Blick unter das Fahrzeug. Verbaut ist eine Webasto-Dieselheizung. Der Tank ist isoliert und wird per Warmluft beheizt. Kommen. Ein breiter Eingang. Guck mal, viel Platz hast du, ne? Wenn du reinkommst. Sehr viel Platz. Ja, das ist mir eben sofort aufgefallen. Nora, jetzt schauen wir uns doch mal hier innen um. Was mir schon mal auffällt, ist dieser klare skandinavische Stil, ne? Ja. Das Fahrzeug kommt ja aus einer kleinen slowenischen Manufaktur. Genau. Und wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit Norwegern. Ja. Deshalb auch diese skandinavische Linie. Genau. Und hochwertiger Holzwerkbau. Ja, alles wasserfest. Alles die ganzen wasserfest. Oberflächen, ja. Ja. Ich mache schon mal die oberen Schubladen auf. Soft Close. Es ist ein ganz anderer Fahrzeugausbau. Ganz anderer Stil, ne? Der richtig Freude macht, den zu entdecken, muss ich sagen. Ja, mir auch. Es ist vieles doch anders. Gut, die Spüle. Oh, die ist aber sehr groß. Ne? Ja. Sehr groß. Und hast du die, entschuldige, wenn ich dich da schon unterbreche, hast du die süßen Fächer dort gesehen? Ja, habe ich gesehen. Hier einmal zum Kippen oder zum Rausnehmen. Das sind so schöne Details. Ja. Und stabil. Wahnsinn. Wo wir hier gerade sind. 230. 230 Volt Steckdose. Ja. Sehr schöner großer Kühlschrank. Großer Kühlschrank. Ich habe noch gar nicht geguckt. Das so ist ein Kompressorkühlschrank. Im Tower-Style. Genau. Ja, das Fahrzeug ist ja grundsätzlich auf Diesel ausgelegt. Das heißt, die Heizung wird mit Diesel betrieben. Hatte ich schon gesagt, eine Webasto. Und Warmwasser wird separat über Gas betrieben. Und natürlich der Kocher auch. Mhm. Jetzt habe ich dich so ein bisschen durcheinander gebracht. Ja. Wir waren hier beim Herd. Zwei Flammen. Einfach und schlicht. Stabil. Gefällt mir auch gut. Oh, und hier mit, noch zum Abwaschen. Mit Ablauf. Guck mal, mit Ablauf, das finde ich toll. Was hatten wir denn jetzt noch nicht? Den Oberschrank, glaube ich. Machen wir noch schnell auf. Oh ja. Boah, das ist alles wirklich super. Entwickelt wurde das Fahrzeug, sprich der Ausbau, von einem Architekten, der sehr gerne segelt. War das so richtig? Ja, aus dem Schiffsbau kommt. Aus dem Schiffsbau kommt. Genau. Okay. Einen Schrank haben wir noch vergessen. Mit Einlegeböden. Und Beleuchtung. Und Beleuchtung, genau. Insektenschutz. Nochmal Insektenschutz, Sichtschutz. Wunderbar. Griffgünstig positioniert das Anzeigenpanel und die Steuerung der Webasto-Heizung im Eingangsbereich. Dann schauen wir doch mal in die Sitzgruppe. Ja. Oh, hier haben wir erstmal eine Menge Lichtschalter. Hier links angebracht. Und wieder die Antennenvorrichtung. Ambientebeleuchtung. Ja, wieder diese Schnupselchens. Guck. Ich finde die ja klasse. Oberschrank. Da ist was für dich. Hier im Schrank können wir den Schalter für die Warmwasserbereitung, den Schalter für die elektrische Fußbodenheizung und die Solarsteuerung von CBE erkennen. Davor ist die Batteriestandsanzeige auch von CBE. Die Möbel sind mit Rückwänden gebaut. Ja, und alles stabil. Meine Herren, das ist richtig dickes Holz. Über der Sitzgruppe haben wir eine Bügeldachluke. Wunderbar. Die bringt viel Licht, ne? Ja, und dann gucken wir uns das doch mal. Ja.
Wir haben jetzt in der Sitzgruppe Platz genommen. Hier haben wir die Möglichkeit, ein komplettes Zwei-Personen-Bett zu bauen. Zum Umbau des Bettes klappe ich das hier hoch, ziehe die Tischplatte raus bis zum Anschlag, dann kommen hier Beine und dann muss ich noch das Moment herausziehen. Ach nee, das geht nicht, weil der Teppich da liegt. Genau. Wir wollen das nur andeuten und dann kann man wirklich hier ein komplettes Bett umbauen. Natürlich wird der Tischbein wird natürlich dann halbiert, genau, und die Tischplatte und wird an der Seite in der Schiene aufgelegt. Auf diese Höhe. Damit wir auf eine Höhe kommen und dann wird die Bettfläche mittels Polstern gebaut. Herrlich. Und das ein weiteres Gimmick ist, hier haben wir ein Schränkchen. Das öffnen wir. Da ziehe ich etwas heraus. Ach, die Tischverbreiterung. Warte mal, ist das das jetzt? Das ist eine Tischverbreiterung. Okay. Das noch weiter rausziehen. Das ist wie ein kleines Puzzle. Und fertig ist die Tischverlängerung. Ist das nicht toll? Mal was ganz anderes, ne? Die Arbeitsfläche können wir natürlich auch verbreitern. Eine ebene Fläche. Und du hast noch genügend Platz, um in das Fahrzeug zu kommen. Genau. Im Badezimmer sind mir als erstes die Stöpsel aufgefallen, die hier ganz lieb aufgehängt sind. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein wunderbares Schränkchen. Und hier könnt ihr mal sehen, wie stabil der Möbelbau ist. Überall Fächer, Ablagen, ja, ne? Ja, Toilette, Waschbecken zum Duschen herausziehen. Und unten hast du eine Dusche GFK. Die Duschwanne, das ist ein GFK-Element. Ne? Da ist die Toilette mit integriert und die Duschwanne verfügt über zwei Abläufe. Wunderbar. Und eine Dachluke. Und eine wunderschöne Schiebetür, die auch sehr stabil gebaut ist. Guck dir das an. Ja. Sehr gut gefallen uns die an der Karosserie anliegenden Rahmenfenster. Der Gaskasten ist für eine 11 Kilo Gasflasche ausgelegt, da Gas ja hier nur zum Kochen und für die Warmwasseraufbereitung genutzt wird. Im hinteren Bereich haben wir jetzt jeweils einen Oberschrank, rechts und links, und eine Ablage darunter. Die Lampen finde ich hier ganz interessant, ist doch mal was anderes. Gleich die passenden Lichtschalter dazu, sind die nicht süß? Die kannst du auch schwenken, Nora. Die kann man... Ah! Oh! Yeah! Da ist auch eine TV-Vorbereitung, Sat-Anlage hier oben. Ja, hier. Die Bettenlänge beträgt hier 1,89 und die Bettenbreite 1,30. An der Außentür oben haben wir die Notöffnung. Und hier hinten haben wir auch noch einen großen Stauraum, ne, in der Garage. Ja. Heizungsausströmer, Licht. Klasse finde ich ja den Lattenrost, ja, ne, hier oben. Ja, witzig. Das ist so richtig toll gemacht. Ja, oh, ah, na gut. Geschmackvoll. Aha. Wie funktioniert der denn? Du kannst den Heizungsausströmer drehen. Ja, je nachdem, wo die Luft hin soll. Ja. Und es fühlt sich vom Material richtig stabil, richtig stabil, ja, an. Ja. Die luftdurchlässige, wie eine Gretin gebaute Matratzenauflage, ist per Scharnieren befestigt und kann seitlich hochgeklappt werden. Ein super Fahrzeug, hat mir toll gefallen und mit vielen neuen Details. Skandinavisches Design, klasse. Fußbodenheizung finde ich klasse. Duschtür gefällt mir, sehr stabil. Ich finde am beeindruckendsten, dass jetzt hier ein Newcomer gekommen ist und mal so zeigt von Slowenien aus, dass man Autos auch anders bauen kann. Ja, ne? Genau. Das finde ich super interessant. Ja. Es gibt ja eigentlich kein skandinavisches Design in Deutschland. Jetzt schon im Kastenwagenbereich. Ja, das, mit dem das imponiert mir schon. Ja, herrlich. Ja? Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unfair. Wir stehen hier in einem Messefahrzeug. Genau, und ist auch etwas anders. Wir finden uns in dem Tournee Black Edition
auf Peugeot mit 130 PS. Ich helfe dir da mal ganz kurz. Der Wagen hat eine zweite Aufbaubatterie, Solaranlage, Alufelgen, eine Bullbar vorne. Man sagt da umgangssprachlich Bullenfänger, genau. Und hat eine absolute Komplettausstattung. Genau. Markise habe ich gesehen, genau. Ist dran, dieser isolierte Alufelgen. Abwassertank, beheizt, ist ja alles drin. Elektrische Fußbodenheizung, ist ja alles in dem Fahrzeug enthalten, in dem Preis. So wie er hier steht, kostet er 53.500 Euro. Jo, danke schön, Nora. Das war jetzt unser Rundgang durch den Tournee. Zum ersten Mal auf einer deutschen Messe vertreten. Sehr interessantes Fahrzeug. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und meine auch. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine unserer Clips verpasst. Jetzt geht's zum nächsten Wagen. Macht's gut. Tschüss.